Ja, das autonome Fahren ist ohne Zweifel eine der spannendsten Entwicklungen, die den Wirtschaftsstandort Deutschland, aber auch das gesamte Leben in Zukunft beeinflussen und verändern wird. Wir hoffen natürlich sehr stark zum Positiven, weniger Verkehrstote, weniger Verkehrschaos. Es kommt darauf an, dass die Autos und vor allen Dingen auch die dabei eingesetzte Elektronik zuverlässig funktioniert und keine Ausfälle zeigt. Unsere Aufgabe und unser Arbeitsgegenstand ist es, mit den Möglichkeiten einer sehr, sehr leistungsfähigen und hochauflösenden Mikrostrukturdiagnostik potenzielle Fehler, Defektreaktionen, Materialreaktionen, die die Lebensdauer einer solchen sehr hochintegrierten, leistungsfähigen Elektronik beeinflussen könnte, zu erkennen, zu analysieren, die Beziehungen auch zu den Einsatzbedingungen, zu den Herstellungsbedingungen zu verstehen und damit Hinweise zu geben, wie diese Elektronik wirklich zuverlässig gemacht werden kann, sodass man sich zum Schluss auch mit einem guten Gefühl in ein selbstfahrendes Roboterauto setzen kann.